Hallo, da es darum gehen soll, oder im Speziellen, wie man Projekte, Online-Kurse, via Skriptkurse mit Hilfe von der Atom-Entwicklungsumgebung direkt auf GitHub publizieren kann und teilen kann. Also, ich habe hier mal ein leeres Projekt angelegt oder ein leeres Verzeichnis, in dem ich mich befinde. Ich habe es einfach Publishing genannt. Ich erstelle eine neue Datei. Das ist immer gut. readme.md, sich an die GitHub-Konvention oder Git-Konvention zu halten. Das heißt, das ist die zentrale readme-Datei oder Kursdatei. Und jeder, der sich die beiden Plugins LiaScript Preview und LiaScript Snippets installiert hat, der kann zum Beispiel sowas machen wie Lia init und hat dann eine Art kleinen Bootstrap, einen Einstieg, wo man seinen Kurs, sein Projekt beginnen kann. Das heißt, die Daten können dann beliebig erweitert, verändert werden. Ich speichere das, wir testen mal, ob es funktioniert. Das Design hat sich etwas geändert, aber der Kurs scheint soweit da zu sein. Das heißt, jetzt würde ich diesen Kurs gerne auf GitHub publizieren. Hier gibt es diesen kleinen Button GitHub. Das erste, was ich machen muss, also ich habe schon einen GitHub-Account, aber ich brauche noch das Login für die Atom-Entwicklungsumgebung. Das heißt, ich logge mich einmal ein und jetzt benötige ich einen, ja, Token. Das heißt, das ist ein riesengroßer Hashwert, eine riesengroße Zahl oder ein String, kann man sagen, der mich dann eindeutig identifiziert. Also ich muss einfach nur diesem Link folgen. Ich bin schon auf GitHub registriert, das Ganze ist geöffnet. Und wenn ich diesem Link folge, dann bekomme ich einen Token. Diesen muss ich einfach nur kopieren. Füge ihn Steuerung V hier ein. Login. Das Ganze hat funktioniert. Seht, und das, was ich jetzt machen kann, ist initialisieren und publishen auf GitHub. Das versuche ich ganz einfach mal. Das heißt, im Repository, ich heiße oder ja, User André Dietrich, legt ein Repository, ein Verzeichnis Publishing an. Das Ganze ist public und wir versuchen es einfach mal. Publish. Das heißt, wenn ich jetzt auf GitHub zu meinen Repositories schaue, dann befindet sich dort ein Publishing-Verzeichnis, in dem nichts drin ist. Deswegen wird diese Hilfe angezeigt. Das heißt, was jetzt noch fehlt, ist natürlich, ich muss diese Datei, meine readme.md, hinzufügen. Da auf Git klicken, das heißt, das sind diese Unstaged Areas oder Mode. Diese Dateien würde ich gerne zum aktuellen Repository hinzufügen. Einfach Doppelklick, eine kleine Commit-Message, initiale Commit und einfach erstellen. Das heißt, wir haben einen initialen Commit erstellt, die Datei. Die ist aber noch nicht da. Das heißt, man kann so sukzessive verschiedene Veränderungen machen, verschiedene Dateien hinzufügen. Und wenn man das Ganze auf GitHub publizieren möchte, dann einfach auf Publishen klicken. Das dauert eine kurze Zeit. Wenn wir jetzt wieder unser Verzeichnis aktualisieren, dann ist die Kursdatei auch da. Oder ja, der Kurs. Wenn ihr den mit Freunden oder Bekannten oder Schülern, Studenten teilen wollt, am besten direkt auf die readme.md gehen. Das heißt, diese Datei im Branch Master möchte ich mit anderen teilen. Ich kopiere mir nur die URL heraus, gehe auf die LiaScript-Webseite und füge hier nur, ja, den Link, den Verweis zu meinem jeweiligen Kurs hinzu. Load Kurs und der Kurs, diese URL kann dann praktisch mit anderen geteilt werden. Ups, noch eine kleine Änderung vielleicht. Wenn mir der Kurstitel etc. pp. Nicht gefällt, ich möchte das Ganze verändern, zum Beispiel Kurstitel, ich benenne das Ganze um in zum Publizieren.
speichere, dann sehe ich gleich, dass hier gibt es eine Änderung, ist aufgetaucht. Das heißt, das ist jetzt noch nicht aktuell. Wenn ich das Ganze wieder publizieren möchte, diese Veränderung, dann mache ich hier wieder einfach einen Doppelklick. Man sieht rot markiert und grün, also rot, was entfernt wurde, grün, was hinzugekommen ist. Kann wieder eine kleine Notiz da lassen. Titel wurde geändert. Commit to Master. Das heißt, wir haben hier schon zwei Sachen in unserer History. Und das Ganze hier würde ich gerne wieder aktualisieren. Ich klicke auf Pushen. Könnte jetzt wieder mein aktuelles Verzeichnis aktualisieren oder ja, aktualisieren. Das heißt, Titel hat sich geändert. Hier kann es manchmal sein. Das heißt, wenn ich mich von DiaScript aus auf diesem Kurs befinde und ich den aktualisiere, dann kann das gegebenenfalls ein paar Minuten dauern. Das heißt 5 Minuten. Das heißt, die Darstellung auf GitHub wird zwar aktualisiert, aber wenn wir uns die sozusagen Raw-Text-Datei anschauen, die GitHub ausliefert, dann ist diese noch nicht aktualisiert. Wie gesagt, sowas kann immer 5 Minuten, also bis maximal 10 Minuten dauern, bis das Ganze auch aktualisiert ist oder aktuell ist. Manchmal geht es schneller, manchmal langsamer.